Soli und Unternehmenssteuer runter. Bürgergeldempfänger wieder schärfer sanktionieren und Überstunden steuerfreistellen. Ich weiß, es klingt nach dem 12-Punkte-Plan der FDP, ist aber tatsächlich ein Antrag der CDU aus dem Bundestag. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um eine Bundestagsdebatte, angezettelt von der CDU, die einen Antrag eingereicht hat mit 7 Forderungen, die so auch hätten von der FDP kommen können. Ja, die haben sich im Bundestag darüber gestritten, wer von wem abgeschrieben hat und wer die Ideen, die allesamt ehrlicherweise Deutschland nicht aus der Krise holen würden, zuerst hatte. Gemeinsam schaue ich mit Lukas Scholle auf die Debatte. Lukas ist Ökonom und Geschäftsführer beim Brumaire Verlag, der unter anderem das Jacobin-Magazin herausgibt. Wir wollen hier das häufiger machen. Jetzt mal schauen, wie es ankommt. Schreibt es uns unbedingt mal in die Kommentare, denn es gibt so viele Debatten im Bundestag zu politisch relevanten Themen, die einfach untergehen, weil Bundestagsdebatten, sind wir mal ehrlich, langweilig sind. Ja, kommt von jeder Partei einer und gibt seinen Senf zu einer Frage, die man vorher schon mal so gehört hat oder in anderer Form gehört hat. Deswegen wollen wir das ein bisschen anders aufziehen, ein bisschen so würzen und gestalten, dass das interessant ist. Wir fassen das Wichtigste zusammen, die wichtigsten Punkte aus dem Antrag und hören uns die 2 gegensätzlichen Reden immer von 2 Konfliktparteien dazu an. In dem Fall also einmal die Einbringung vom CDU-Generalsekretär Carsten Lellemann und die Erwiderung von Michael Schrodi von der SPD. Damit genug der einleitenden Worte, wir gehen gleich rein. So, hi Lukas, schön, dass du da bist. Die CDU wollte Service-Opposition spielen letzte Woche im Bundestag und hat folgenden Antrag eingereicht für eine echte Wirtschaftswende, wirtschaftspolitischen Richtungsstreit der Bundesregierung beenden. Mach uns doch mal Licht ans Fahrrad. Was hat die CDU denn da vorgeschlagen? Ja, moin moin. Die CDU schlägt hier vor, was die FDP nur in Positionspapieren fordern kann und bringt das in den Bundestag ein, um Druck zu machen. Das basiert auf dem Hintergrund, dass Deutschland in einer schlechten wirtschaftlichen Lage ist. Wir hatten euch die Frühjahrsprognose von Habeck von 0,2% auf 0,3% Wachstum geht es jetzt hoch, also eine Verdoppelung. Das ist natürlich ziemlich miserabel und auch Economist hat geurteilt, Deutschland ist wieder kranker Mann Europas und so weiter. Wir kennen die Vorgeschichte und deswegen hat die CDU und auch alle anderen, also FDP als auch Habeck, machen immer industriepolitische oder wirtschaftspolitische Vorschläge, um das Wachstum anzukurbeln. Und die FDP hat 12 Punkte vorgeschlagen und jetzt bringen halt die CDU 7 Punkte davon ein. Wir werden gleich sehen, welche davon sich unterscheiden. Aber gehen wir einmal ganz kurz in den Antrag rein, was sich da so befindet. Erster Punkt ist, Solidaritätszuschlag stufenweise abschaffen. Das will die FDP genauso wie die CDU. Dann Unternehmenssteuern senken will die CDU genauso wie die FDP. Dann Steuerfreibeträge, also Grundfreibetrag und Kinderfreibetrag erhöhen. Hier ist die Betonung auf im gleichen Maß erhöhen, aber gehen wir gleich nochmal sicherlich drauf ein. Im gleichen Maße wie das Bürgergeld, was zuletzt um 12% gestiegen ist. Ne? Da hat Christian Lindner moniert ja auch immer in jeder Talkshow, oh Gott, jetzt gibt's, das wäre irgendwie Verrat an den Steuerzahlern und die würden jetzt ausgenommen, während im Bürgergeld Milch und Honig fließen. Aber kommen wir gleich noch zu, ja. Genau. Dann geht es um die Arbeitsanreize für die Überstunden. Das sieht die CDU genauso wie die FDP. Und wir werden auch gleich sehen, dass sie dann immer auf sich verweisen, wer hat zuerst gefordert und so weiter. Ist ziemlich lustig. Dann kalte Progression ausgleichen, Klassiker. Und Hartz-IV-Sanktionen für Jobverweigerer, auch der Klassiker. Da nehmen die sich nichts. Und Lieferkettengesetz aussetzen für Deutschland, da nehmen die sich auch nichts. Was sich unterscheidet, sind ein paar kleinere Themen, die nicht ganz so wichtig sind, aber zum Beispiel ein großes Thema ist die Rente mit 63, die wahrscheinlich nur von CDU-Hardlinern gefordert wird oder das Abschaffen der Rente mit 63 und bei der CDU bei der FDP ganz normal ist. Das ist das große Thema und dann noch EEG-Umlage abschaffen, aber da nehmen die sich wahrscheinlich auch nichts und wollten sich das nur nicht vermischen. Aber ich würde sagen, wir sehen einfach mal rein, was Herr Lindemann uns in einer Rede so vorstellt hier.
Muss also, wenn Carsten Linnemann redet, muss ja ein wichtiger Antrag für die CDU sein, als Generalsekretär, ja von Friedrich Merz, dem Parteichef, zuletzt erst da reingehoben. Heißt, es geht der CDU um was, oder? Auf jeden Fall. Und man sieht auch an dem Redecharakter, ich habe ja schon mal vorher reingeguckt, die ist mit ordentlich Pathos und das ist ziemlich interessant auf jeden Fall. Komm, wir steigen mal rein. Jetzt hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Carsten Linnemann. Ich wusste gar nicht, dass er einen Doktortitel hat. Er ist doch promovierter Volkswirt, Maurice. Wussten Sie das nicht? Noch nicht rausgehört. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute ist der 26. April 2024. Auf den Tag genau. Hast du den Kommentar gehört? Das ist schon mal richtig. Soll mal jemand meinen, Bundestagsdebatten wären nur trocken. Ja. Auf den Tag genau vor 27 Jahren. Es war der 26. April 1997, hielt der damalige Bundespräsident Roman Herzog eine berühmte Rede. Im Anschluss ging sie als Ruckrede in die Geschichte. Er hielt die Rede, ein Steinwurf von hier entfernt, im Berliner Athlon Hotel. Ich zitiere. Wo auch sonst? Der Verlust wirtschaftlicher Dynamik, die Erstarrung der Gesellschaft, eine unglaublich mentale Depression. Das sind die Stichworte der Krise. Deutschland, so Roman Herzog, droht zurückzufallen. Tatsächlich erlebte die deutsche Wirtschaft in den nachfolgenden Jahren damals einen dramatischen Bedeutungsverlust. 2004 lag Deutschland im internationalen Vergleich am Tabellenende. Der britische Economist bezeichnete Deutschland als kranken Mann Europas. Wir hatten 5 Millionen Arbeitslose. Es ging nicht aufwärts. Deutschland verlor den Anschluss. Die Reaktion damals mit einer Agenda 2010 wurde die Wende eingeläutet. Wir haben damals aus der Opposition heraus dieses konstruktiv unterstützt. Es begann eine neue Zeit des Aufbruchs. Und heute, wir haben heute ökonomisch exakt die gleiche Situation wie vor 20 Jahren. Der Satz, der ist mir beim ersten Mal hören schon richtig aufgefallen. Exakt die gleiche Lage. Also das sagt er jetzt nicht Freestyle, diesen Satz, sondern das ist ja, steht in der Rede, da haben sich Leute Gedanken gemacht, sicherlich, dass man die Wirtschaftslage genau mit dann vor 20 Jahren ungefähr vergleicht. Und das ist natürlich, also, wenn man auf einige Makrovariablen schaut, dann mag das vielleicht stimmen. Aber natürlich ist die Lage Deutschlands in der Weltwirtschaft eine ganz, ganz andere. Und wenn jetzt ein bisschen Unterauslastung bei einem viel höheren Bruttoinlandsprodukt ist, ist es natürlich was anderes, als wenn man Unterauslastung bei einem niedrigeren Bruttoinlandsprodukt hat im globalen Maßstab. Also das ist schon wirklich sehr, sehr verrückt, dieses Exakt. Die widersprechen sich tatsächlich auch, weil die ja sonst immer sagen, früher hatten wir Arbeitslosigkeit, heute haben wir Arbeitskräftemangel. Jetzt kann man dagegen sein, dass das wirklich Arbeitskräftemangel ist, ist ein neoliberales Narrativ, ist auch nicht der Fall, ja, also wenn man mal guckt, wie viele Menschen, 3,5 Millionen offiziell arbeitslos, wenn man dann unfreiwillige Teilzeit und so weiter alles dazu zählt, kommt man auf über 5 Millionen Menschen, die auf 1,3 Millionen sofort zu besetzenden Stellen kommen, also von wegen Arbeitskräftemangel. Aber das betonen sie ja selber immer und da kann er nicht einfach sagen, ist also wir sind exakt in der gleichen Situation wie damals. Und noch ein großer Unterschied, weil du Makrovariablen sagst und Weltwirtschaft. Damals hatte Deutschland noch gar nicht so einen fetten Exportüberschuss. Deutschland war noch gar nicht Exportweltmeister. Die haben ja erst die Agenda 2010 gemacht, um sich auf dem Nacken der Nachbarn wettbewerbsfähig zu machen. Und dann erst sind die Exportüberschüsse so krass gewachsen und so riesig geworden. Und sie werden jetzt gerade wieder so groß, nur als Nebenbemerkung, dass sie eigentlich wieder dem EU-Recht widersprechen. Denn danach dürfen sie maximal 6% der Wirtschaftskraft sein. Wahrscheinlich landen wir 24 wieder drüber. Also wirklich ein sehr schräger Satz. Es kann nur sich darauf beziehen, dass man damals schon Deutschland zum Krankenmann Europas geschrieben hat. Ja toll, jetzt hat man die gleiche Formulierung nochmal genutzt, dann ist ein promovierter Volkswirt wie Carsten Linnemann natürlich überzeugt. Ja, das geht dann schnell natürlich, aber gut, schauen wir erstmal weiter. Wir sind unter den Industrieländern wieder auf dem letzten Platz und der Economist bezeichnet uns wieder als kranken Mann Europas.
Die Arbeitsproduktivität geht zurück. Das Potenzialwachstum nimmt signifikant ab und die Statistik der Direktinvestitionen ist besorgniserregend. Mittelständler verlagern Teile ihres Unternehmens ins Ausland. Kleine Mittelständler, kleine Handwerker berichten mir, erst kürzlich noch ein Metzgermeister, dass er froh sei, dass er jetzt seinen Laden abschließt und er freue sich darüber, dass seine Kinder den Laden nicht übernehmen würden. Er tut ja so, als würde er jeden Tag bei sich durch den Wahlkreis laufen und neue solcher Stories erzählen. Die Story von der Metzgerei, die hat er, glaube ich, aber schon in 4 Talkshows jetzt erwähnt und trägt er jetzt auch nochmal in den Bundestag. Ja, aber immer klar. Mit dem gleichen Pathos, so als wäre es gestern auf dem Weg zur Limousine gewesen. Ja, man muss den Wahlkreistermin aus dem letzten Jahr doch auch ordentlich verwerten. Ja. Das ist Deutschland im Jahre 2024. Und was macht der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Er spricht von einem Turnaround. Lieber Herr Bundeskanzler, nennen Sie mir Mittelständler, die das bestätigen. Die Situation Deutschlands ist im Moment kein Turnaround, sondern ein Upturner für die deutsche Wirtschaft. Es gibt an kaum einer Stelle mehr Planungssicherheit. Das hat es in unserer Regierungszeit, egal wann, nicht gegeben. Die Menschen bauen Häuser. Von heute auf morgen wird das KfW-Gebäudesanierungsprogramm gestoppt. Sie kaufen und bestellen sich E-Autos. Von heute auf morgen wird die Prämie gestoppt. Und mit dem Heizungsgesetz haben Sie fast den Boden ausgeschlagen, komplett das Vertrauen zerstört. Es gibt keine Planungssicherheit mehr. Und das ist das Problem dieser Regierung. Muss man ehrlicherweise sagen, hat er schon einen Punkt, ne? Also das Ampel hin und her, erst recht, nachdem das Bundesverfassungsgericht die 60 Milliarden aus dem Klima- und Transformationsfonds rausgestrichen hat. Das war schon, da kann man jetzt noch einiges nennen, was vielleicht aus sozialer Perspektive noch relevanter war. Die Preisbremsen beispielsweise, die über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds finanziert wurden. Ja, im Dezember hat man entschieden, im Januar machen wir das Ding dicht. Ja? Also da gibt's schon vieles. Oder die Erhöhung des CO2-Preises, was man auch dann im Dezember plötzlich entschieden hat, wieder LKW-Maut noch hoch, Mehrwertsteuer in der Gastro wieder hoch, Mehrwertsteuer, Gas und Fernwärme schnell wieder hoch. Hat er da einen Punkt? Hat er einen Punkt, wa? Auf jeden Fall. Und auch beim Heizungsgesetz, was er gerade gesagt hat, das ist eigentlich exemplarisch dafür, dass halt die soziale Kompensation erst danach geregelt wurde und dass halt auch dann Ricarda Lang eingestanden hat, dass sie das, die soziale Kompensation nicht mitgedacht haben. Ja, wer hätte denn darauf kommen können, dass es wichtig ist für die Leute? Ja. Stattdessen wird ein absurdes Cannabis-Gesetz verabschiedet. Das ist die Prioritätensetzung dieser Ampel im Jahr 2024. Sieh mal, Herr Habeck, was Deutschland jetzt braucht, ist eine Agenda 2030, dass Leistung wieder honoriert wird. Herr Habeck, leistungslosen Wohlstand gibt es nirgends, auch nicht in Deutschland. Herr Habeck, wir brauchen... Also ich glaube, da gibt es so ein paar Erben, die sehen das anders. Ja. Auf jeden Fall. Habeck grinst in sich hinein. Leistungslos stimmt natürlich makroökonomisch. Ja, irgendjemand muss malochen gehen, damit was produziert wird. Nur Agenda 2030 war wirklich nicht, dass Leistung sich gelohnt hat, sondern Arbeit wurde billig wie Dreck gemacht und prekär gemacht. Das war der größte Einschnitt in den deutschen Sozialstaat seit Jahrzehnten. Das jetzt unter neuem Namen, einfach mit Agenda 2030 statt Agenda 2010 nochmal neu auflegen zu wollen, da sollte uns Angst und Bange werden. Klar, vor allem, weil wir jetzt auch ein viel höheres Preisniveau haben sozusagen. Wenn jetzt soziale Einschnitte, wenn man jetzt Minijobs und sowas noch verstärken würde, die würden natürlich nochmal ganz anders wirken bei der Verarmung von dem unteren Drittel oder den unteren Fünftel. Also das hätte jetzt natürlich nochmal ganz andere Wirkungen als damals auch. Was mir dazu auch noch einfällt, die Situation, weil er eben meinte, die ist ja jetzt exakt so wie vor 20 Jahren. Wir hatten zwar damals mehr Arbeitslosigkeit als heute und waren noch nicht Exportweltmeister, aber wir haben jetzt gerade, sind wir im 5. Krisenjahr in Folge. Ja, erst Corona-Pandemie, dann Krieg. Die Reallöhne waren Ende 2023 im Schnitt 6% niedriger als Ende 2019. Das ist nur der Durchschnitt. Manche werden deutlich darüber liegen. Jetzt auf 4 Jahre Reallohnverluste noch Sozialstaatsabbau zu legen, ist nochmal eine andere Dimension. Eben. Technologieoffenheit in der Energiepolitik. Dazu zählt auch die Option Kernkraft.
Das, was in Ihrem Ministerium passiert ist, ist einfach nur unsäglich. Das macht man nicht. Wir brauchen wieder Aufbruch und Erneuerung. Und das Problem in Deutschland sind doch nicht die Arbeitnehmer. Die sind klasse. Diesen Satz müsste man so eigentlich mal rausschneiden und verbreiten. Hört man auch nicht alle Tage. Aber danach geht's direkt weiter. Ich finde, die sind auch klasse, sagt er jetzt, ne? Ja. Ich finde ja, das wäre eine tolle Wahlplakate für die CDU gewesen. Ja, nicht nur Sicherheit, nicht nur Freiheit, ruhig mal sowas. Die Arbeitnehmer sind klasse, mit Gesicht von Carsten Linnemann. Klasse, das Problem ist die Ampel, die Planungssicherheit den Menschen in Deutschland nimmt. Sogenannter Klassenkompromiss. Das ist das Problem. Und liebe Herr Doktor, nein, ich möchte meine Gedanken. Keine Zwischenfrage. Gut. Liebe FDP, Sie haben sich ja auch gerade. Bitte bringt ihn nicht aus. Bitte bringt ihn nicht aus dem Konzept. Gerade. Sie haben sich ja auch gerade hier zu Wort gemeldet und reingerufen. Gerne komme ich zu Ihnen. Es steht viel Vernünftiges, Herr Ruben, in Ihrem Vorschlag. Dass Sie einige Dinge von uns übernehmen, geschenkt. Das Einzige, was ich nur schade finde, ist, dass es ein Jahr gedauert hat, bis Sie zu dieser Erkenntnis gekommen sind. Die Menschen sind es leid. Nochmal zur Historie, da spricht er wahrscheinlich darauf an, auf die Überstundenregelung, die er letztes Jahr vorgeschlagen hat. Wenn man jetzt weiter in die Historie geht, dann findet man wahrscheinlich alle 5 Jahre, wo SPD, die wahrscheinlich auch, aber wo FDP und C. Böser Versprecher. Wo FDP und CDU irgendwelche neoliberalen Maßnahmen fordern und dann sich halt immer abwechselnd in der konkreten Ausgestaltung sozusagen oder im Einbringen im Bundestag, hey, wir haben von denen abgeschrieben und wir von denen. Also gerade bei dem Soli beispielsweise ist das so, dass die das immer wieder hin und her im Ping-Pong gespielt haben. Das Problem ist eher, die CDU ist ja jetzt erst das erste Mal seit langer Zeit mal wieder in der Opposition. Die CDU hat anders als die FDP, wenn sie selbst regiert hat, nicht permanent so viele Sachen gefordert. Ja, war auch auf den Parteitagen jetzt nicht so mutig, sowas wie Überstundenabbau, wo sie dann wissen, okay, das wollen wir gar nicht umsetzen, ja, weil das eine absolute Bürokratie, ein absolutes Bürokratiemonster und absoluter Chaosfaktor ist. Aber ja klar, sonst wärmen die gegenseitig die Forderungen wieder auf. Wie es aber sonst auf anderer Seite auch passiert, ne? Also Linke, SPD und Grüne hauen sich auch die eigenen Forderungen permanent um die Ohren. Gehört so ein bisschen zum Geschäft. Dass sie nur reden. Die Menschen wollen Taten sehen. Die Menschen wollen diese Taten sehen. Und liebe FDP, Sie haben 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, Sie machen weiter wie bisher, schreiben Ihre Pläne auf, die dann einkassiert werden. Ich sage Ihnen, das schadet diesem Land und erhöht die Politikverdrossenheit. Man muss es so sagen. Man gewinnt den Eindruck, wenn man Sie so hört, dass Sie in die Regierung wollen. Liebe FDP, Sie sitzen in der Regierung. Und Möglichkeit 2, Sie können hier und heute zeigen, dass Sie es ernst meinen, dass es nicht um Parteitaktik geht, sondern dass es Ihnen um die Sache geht. Und zum Schluss möchte ich nochmals zitieren aus der Rückrede von Roman Herzog. Zitat: Wer die großen Reformen verschiebt oder verhindern will, muss wissen, dass unser Volk insgesamt dafür einen hohen Preis zahlen wird. Ich warne alle, die es angeht, eine dieser Reformen aus wahltaktischen Gründen zu verzögern oder gar scheitern zu lassen. Es ist nicht zu spät. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Auch durch diese FDP muss heute eingehen. Ja, ist schon bemerkenswert, wie man 6 Minuten reden kann, ohne einen Antragspunkt wirklich konkret zu nennen. Stimmt. Es ist schon bemerkenswert, aber jetzt nur noch mal für den Hintergrund, das ist eine lange Debatte im Bundestag gewesen. Also da gab es auch noch andere Redner, auch von der CDU, die halt den Antrag formal eingebracht haben sozusagen und dann halt den auch vorgestellt haben. Und die haben halt so viel Redezeit, dass sie halt mehrere Redner haben. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie merkwürdig, wenn man quasi dann der Hauptredner, der Prominenteste, nicht mal mit einem Antragspunkt da den konkret erklärt. Ja. Wir können ja am Ende, wir hören uns jetzt nochmal die Gegenrede der SPD an, von Michael Schrodi, der da gesprochen hat.
Und am Ende werden wir nochmal gucken, wie haben denn eigentlich alle beteiligten Parteien abgestimmt, ja, zu diesem Antrag? Wer hat dem zugestimmt, wer nicht? Wie ist so das Stimmungsbild? Und wenn dann zu ergänzen ist, was beispielsweise jetzt von der Abschaffung des Solis zu halten ist, hauen wir das ans Ende auch nochmal dran. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal die Rede von Michael Schrodi an. Das ist der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, der jetzt hier auf einen Wirtschaftsantrag antwortet. Das liegt daran, dass wahrscheinlich er dann eine der wirtschaftspolitisch führenden Personen in der SPD-Fraktion ist und deswegen hier auch spricht, wie auch andere SPDler natürlich, die da sprechen. Aber schauen wir mal rein, was er uns zu sagen hat. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, am 10.04. hat die Union hier einen wirtschaftspolitischen Antrag eingebracht, der 12 Punkte umfasste. 2 Wochen später haben es gerade einmal 3 Punkte dieser 12 in einen Antrag, der nun 7 Punkte umfasst, geschafft. Sie wollen ja, dass wir unseren vermeintlichen Richtungsstreit beenden. Werden Sie sich doch erst mal klar, mit welchen Forderungen Sie letztendlich denn an uns herantreten wollen. Dann können wir ernsthaft über Ihre Vorschläge auch diskutieren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist ein guter Punkt, denn die CDU hat tatsächlich vor 2 Wochen einen Antrag gestellt, der hieß Wirtschaftswende jetzt. Und jetzt der neue Antrag heißt echte Wirtschaftswende. Das ist ganz schön, natürlich schon ein bisschen lustig. Schau mal, was nächste Woche kommt. Ja. Richtige Wirtschaftswende. Auf geht's. Die einzige Konstante, die Sie haben, ist Ihre falsche, wie gefährliche Erzählung, Deutschland sei der kranke Mann Europas. Christian Lindner und andere Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung haben das zu Recht zurückgewiesen, aber nicht nur Sie, schon genannt worden. In dieser Woche war der Bundesbankpräsident Joachim Nagel bei uns, Herr Lindemann, Sie waren übrigens nicht dabei bei diesem Treffen, da hat er deutlich gemacht, das ist eine glatte Fehldiagnose und auch gefährlich. Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist ja genannt worden, steigt nun zum wiederholten Male an. Herr Lindemann. Das ist eine bemerkenswerte Aussage, finde ich auch hier. Der kranke Mann Europas ist ja ein Vergleich zwischen Ländern. Und jetzt zieht er als Beweis dafür heran, dass es nicht so ist, einen landesinternen Index über das Geschäftsklima. Also wirklich bemerkenswert, wie man hier ein Argument machen will. Vor allem vom arbeitgebernahen, wirklich neoliberalen Institut des Landes, dem IFO-Institut, wo der Geschäftsklimaindex, jeder weiß, was für eine Kaffeesatzleserei das ist, nämlich da wird bei den Arbeitgebern durchgeklingelt, ja, was haltet ihr eigentlich davon, wie sind eure Wirtschaftsaussichten, und dann geben die darauf eine Antwort und dann berechnet irgendein Schlaumeier daraus einen Index. Da hat Volker Pispers mal einen guten Take zu gehabt, als er noch Comedy gemacht hat. Das ist schon lustig. Und ist, also nüchtern betrachtet, natürlich komplett selektiv. Genau diesen Indikator, der jetzt mal im letzten Monat ein kleines bisschen besser geworden ist, herauszupicken und zu sagen, nee, ist gar nicht so. Denn, also egal in welches Ranking man guckt, ob Investitionen, ob Wachstum, ob Attraktivität für internationale Fachkräfte, ob Produktivität, Deutschland liegt hinten im Vergleich zu anderen Industriestaaten, im Vergleich zu EU-Nachbarn. Wir können ja mal die USA nehmen. Ja? Also die USA, die hat ganz viele böse Schulden gemacht. Die hatten nicht 2% Defizit wie wir, sondern 8. Die haben jetzt aber auch schon wieder Wachstum von 2%. Da ist das Bruttoinlandsprodukt jetzt schon 10% größer als vor der Corona-Krise. Wir krebsen immer noch dem Niveau rum, was wir vor Corona hatten, sind noch quasi nicht darüber gesprungen. Wir haben seit 5 Jahren Dauerkrise. Der Konsum in Deutschland, der ist blamabel niedrig. Wir tragen so wenig Lebensmittel aus den Supermärkten raus wie 2015. Ja, also der reale Umsatz, saisonbereinigt, kaufkraftbereinigt, kalenderbereinigt, im Lebensmitteleinzelhandel, Aldi, Edeka und Co., ist so niedrig wie 2015. Wenn eine SPD da drin nicht eine ganz klassische Konjunktur- und Nachfragekrise sieht, die Menschen haben zu wenig Kaufkraft, um vernünftig einzukaufen, und stattdessen sich im IFO-Geschäftsklimaindex rettet, dann, es tut mir leid, ist es eine politische und ökonomische Peinlichkeit. Ja. Kann nicht anders. Da kann ich nur zustimmen. Das war ja viel Pathos, noch viel mehr Rückschau ins letzte Jahrtausend.
aber sehr wenig Substanz zu der Frage, was die Wirtschaft heute wirklich braucht. Da müssen Sie wirklich noch nacharbeiten, Herr Lindemann, wenn Sie da ernsthaft Diskussion. Und der Sozialdemokrat von heute weiß natürlich, was die Wirtschaft braucht. Und führen wollen. Ja, wir müssen einiges tun, damit der Wirtschaftsstandort Deutschland in Zukunft fit bleibt. Aber da kommen Sie mit einem 7 Punkte. Fit bleibt, ja, statt wieder fit wird. Ist wirklich dieses Narrativ, der deutschen Wirtschaft geht es doch gut. Und bei Gott, das kann man nach diesen Krisenjahren wirklich nicht behaupten. Selbst der stumpfeste aller Indikatoren, das scheiß Bruttoinlandsprodukt, krebst halt zur Seite. Da kann man doch nicht davon reden, dass wir irgendwie, oder also Lindemann hat ja auch richtige Zahlen genannt, das Potenzialwachstum lag in Deutschland bei 2%. Also wie könnte die Wirtschaft wachsen, wenn wir alles, all unsere Ressourcen ausnutzen und ist jetzt bei 0,5. Die Zahl wird auch nicht falsch, nur weil Carsten Lindemann und Christian Lindner sie benutzen. So, das hat damit zu tun, dass wir halt 4-5 Jahre Krise haben. Voll. Und wenn man jetzt auch noch quasi die Leute mit einbezieht, die das hier wahrscheinlich sehen, die ziehen sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen zur Wirtschaft. Und mit den Reallohnverlusten, die du schon angesprochen hast, davon fit bleiben zu sprechen, ist natürlich auch total gewagt. Also, ja. Spiegelstrichantrag daher, übrigens 5 Punkte da aus dem Steuerrecht, die ich auch noch mal kurz aufgreifen will. Sie wollen, dass wir den Grund- und Kinderfreibetrag in gleichem Maße wie das Bürgergeld anheben sollen. Sie wissen doch ganz genau, dass das die Bundesregierung vorsieht, sogar rückwirkend auch, wie es verfassungsrechtlich notwendig auch ist für das Jahr 2024. Die schreiben das hier rein, als wäre das eher eine Neuigkeit. Das machen wir, gar keine Frage. Genauso Herr Lindemann, Gesetz zum Abbau der kalten Progression, nicht 2018. Seit 2012 gibt es dieses Gesetz alle 2 Jahre einen Progressionsbericht und einen Ausgleich der kalten Progression. Auch hier sollten Sie mal genauer nachschauen, wenn Sie so etwas behaupten zum Thema der kalten Progression. Was ich übrigens wirklich interessant finde, ist, dass diese Debatte jetzt, wir müssen den Grundfreibetrag bei der Steuer erhöhen, weil das Bürgergeld so stark gestiegen ist, jetzt aufkommt und die SPD das mitmacht. Ich habe mir das mal in meinem Newsletter zuletzt angeschaut. Und zwar in diesem Artikel hier, verlinke ich auch unter dem Video, Lindners Neiddebatte, wie sich diese ganzen Sätze, oh, hier kann man es jetzt nicht mehr sehen, seit 2015 entwickelt haben. Und hier sieht man auch den Grundfreibetrag, und zwar in Grau. Und der graue Grundfreibetrag ist in jedem Jahr deutlich stärker gestiegen als das Bürgergeld, mit Ausnahme jetzt zum 01.01.2024. Warum führen wir die Debatte eigentlich nicht ganz Zeit andersrum? Dass der Grundfreibetrag jetzt immer schneller gestiegen ist als das Bürgergeld, warum hat nie von denen die Forderung erhoben, oh, da muss das Bürgergeld aber stärker steigen? Jetzt, wo es einmal andersrum ist, ja, ein einziges Mal, zumal nach einem Jahr 22, wo die Inflation, wo die Verbraucherpreise deutlich schneller gestiegen sind als damals noch der Hartz-IV-Satz. 3 Euro mehr Hartz-IV-Satz gab es im Jahr 22. Das war eine Anhebung von, ich glaube, 0,7% bei 10% Inflationsrate. Da wurde das Bürgergeld entwertet. Ja? Im Jahreseffekt sind es, ich glaube, fast 200 Euro gewesen, die am Existenzminimum weggekürzt wurden. So. Warum wird die Debatte nie andersrum gedreht? Nein, jetzt hat man einmal Bürgergeld geht hoch, da werden alle nervös, Schnappatmung, dann müssen aber unbedingt auch die Steuerzahler mitbedacht werden. Eine andere interessante Einsicht aus dieser Grafik ist noch, dass der Grundfreibetrag hier in Grau permanent über dieser roten Linie liegt. Das heißt, der Grundfreibetrag ist in den letzten 9 Jahren schneller gestiegen als die Verbraucherpreise, als die Inflation. Ja. Also dieser Schrei nach, oh Gott, jetzt ist Inflation, jetzt muss man unbedingt sofort den Grundfreibetrag anheben. Ich weiß nicht, ja, vermessen aus meiner Sicht, ökonomisch nicht gerechtfertigt. Man kann es ja machen, ich verstehe, warum die es so politisch machen. Steuerzahler sind halt eine größere Wählergruppe auch als Bürgergeldempfänger. Aber gerechtfertigt halte ich das nicht wirklich mit Blick auf die Zahlen. Und wenn man jetzt quasi dann noch im gleichen Maße nochmal wörtlich nimmt, dann ist natürlich beim Grundfreibetrag von einer höheren Basis, dann erhöht sich natürlich der absolute Abstand dazwischen. Also das geht ja dann noch weiter sozusagen, wenn du es im nächsten Jahr einmal aktualisierst.
Ja, und es war ja jetzt nicht so, dass der Grundfreibetrag nicht gestiegen ist. Der wurde ja sogar angehoben. Und zwar von 10.900 auf 11.600 Euro. Das ist schon mehr plus von mehr als 6%. Das soll jetzt halt nur noch mal nach oben korrigiert werden. Wow. Und es kommen die alten Erzählungen von Steuersenkungen mit der Gießkanne, aber keine Antwort. 30 Milliarden Euro zusätzlicher Mindereinnahmen ohne ein Wort zur Gegenfinanzierung. So kann man keine seriöse Wirtschaftspolitik machen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist ein Klassiker allerdings bei der CDU. Die fordern nämlich ja gleichzeitig mal vehement Schuldenbremse einhalten. Bloß keine Steuererhöhungen, aber die Steuern sollen runter. Soli weg wären, also 61% des Soli-Aufkommens kommen von den Top 1% der Einkommensbezieher. Also es ist wirklich Steuersenkungen für die, die viel verdienen und viel im Geldbeutel haben. Und wenn man dann diese Prämissen sich selbst auferlegt, ja, keine Steuererhöhungen oben, dafür keine Steuererhöhung im Allgemeinen, aber Steuersenkungen für oben und Schuldenbremse, dann geht es mit einfacher Mathematik nicht auf. Und deshalb finde ich in dem Moment auch okay, der CDU das vorzuwerfen. Ihr macht keine Vorschläge oder keine seriösen Vorschläge, wo ich ja sonst immer so ein bisschen kritisch bin, wenn man sagt, jede einzelne Maßnahme soll mit irgendeinem Euro woanders gegenfinanziert werden, weil der Staat kein eigenes Geld hat. So, da holt man mich nicht mit ab. Aber in dem Moment populistisch und in der Politiklogik im Bundestag fand ich es schon okay. Und vor allem natürlich ist es wahrscheinlich dann weitergedacht, auch bestimmt Strategiesituation von einigen CDUlern, dass man halt dann das fordert, Schuldenbremse und Steuersenkung für oben, um dann quasi auch ein fiskalisches Argument zu haben, hey, wir müssen jetzt an den Sozialstaat heran, an die Rente oder sowas, um dann quasi da zu kürzen. Aber das ist natürlich dann zeitlich total weit weg, wenn man das schon umgesetzt hat. Wenn man die Steuersenkung für oben umgesetzt hat, oh, uns fehlt jetzt Geld, wir müssen an den Sozialstaat ran. Ja, der CDU-CSU. Übrigens, der Bundesfinanzminister hat da auch ganz richtige Vorschläge auch zuletzt nochmal vorgetragen, wie man auch steuerlich richtige Anreize setzen kann für Wirtschaftswachstum. Nämlich das, was wir Wachstumschancengesetz übrigens von Ihnen aufgehalten über Monate, diese Instrumente fortführt. Steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten verbessern, steuerliche Forschungsförderung, Steuergutschriften, die Investitionsprämie. All das sind steuerliche Anreize, die Unternehmen dann bekommen, wenn sie tatsächlich investieren. Das sind die richtigen Schritte, die wir weiter gemeinsam vorantreiben wollen in dieser Ampelregierung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn Ihr Antrag aber ein Gutes hat, dann, dass wir darüber reden können, wo beispielsweise internationale Organisationen wie OECD oder IWF, aber auch wie nationale Wirtschaftsforschungsinstitute denn tatsächlich die strukturellen Herausforderungen für zukünftiges Wirtschaftswachstum sehen und welche Maßnahmen Sie empfehlen. Ich kann Ihnen eins sagen, nichts von dem, was in Ihrem Antrag steht, ist da drin. Um was wird es gehen? Das Thema des Fachkräftemangels, das wir auch schon angegangen haben beim Thema der Zuwanderung, aber auch Erwerbspotenzial in Deutschland zu heben, gerade bei Frauen, wo sie jahrelang auf der Bremse standen. Beim Thema der Digitalisierung, auch in der Finanzverwaltung, vor allem aber bei der Frage der Infrastruktur, wo DGB und BDI schon 2019 gesagt haben, wir brauchen milliardenschwere zusätzliche Investitionen in die erneuerbaren Energien, in die Verkehrsinfrastruktur, bei der Bildung, bei der Digitalisierung. Das sind die Standortbedingungen, die diese Ampel schon verbessert hat und weiterhin verbessern wird. Zu all dem steht aber nichts in Ihrem Antrag. Deswegen lehnen wir den ab und bleiben an den wichtigen Punkten auch in Zukunft dran. Frage an die SPD, hat die eigentlich in den letzten Jahren davor, haben die eigentlich mitregiert, sind die eigentlich schuld daran, dass beispielsweise die Care- und Betreuungsinfrastruktur, Pflegeheime, Ganztagsgrundschulen, Kitas, dass es da massenhaft fehlt, allein 400.000 Kitas beispielsweise, wenn er hier über Erwerbsbeteiligung von Frauen spricht. Ja. Man fragt sich, haben die da was mit zu tun? Ich würde schon sagen, ja, wahrscheinlich ein bisschen. Aber vor allem hat er gerade auch eher aufgezählt, was er alles, dass die Punkte überhaupt nicht relevant sind. Und da frage ich mich doch, also die CDU will jetzt härtere Sanktionen für Jobverweigerer, in Anführungszeichen. Hat die Ampel das nicht gerade erst umgesetzt?
auch mit dem Argument quasi, um mehr Leute Beschäftigung zu holen. Ob das funktioniert, sei mal dahingestellt und ob das sich lohnt, dafür humanistische Grundwerte über Bord zu werfen. Aber das ist doch schon ein bisschen komisch, dass unser lieber Sozialdemokrat das hier nicht aufgezählt hat, als wirtschaftspolitisches Maßnahmen. Absolut. Absolut fairer Punkt. Ja, ja. Die Sanktionen, die schärferen beim Bürgergeld, hat der Arbeitsminister Heil ja auch noch über die Bild-Zeitung damals explizit geleakt, um dann zwei Wochen später bei Maischberger zu sitzen und zu sagen, er wüsste gar nicht, wie viele Totalverweigerer denn davon betroffen sind. Es geht um eine generalpräventive Wirkung. Ja. Und dann im Nebensatz zu sagen, aber er will bitte nicht jetzt alle Bürgergeldempfänger unter Generalverdacht stellen. Nein, das will er doch nicht, der Herr Heil doch nicht, nein. Ja, ja, aber was sagen wir zur Debatte? Also ich fand es erstmal bemerkenswert, ganz grundsätzlich, wie Lindemann aufgetreten ist. Also der Pathos, der angesprochen wurde, der ist schon heraushörbar. Und ich fand, vom Vibe her ist es eher so eine Regierungserklärung-Rede, die halt auf Scholz folgt. Also von der Emotionalität her und von der Ruhe. Also ein bisschen falscher Ort sozusagen für die Debatte. Aber gut, wahrscheinlich darf er woanders nicht reden, wo halt dann Merz redet oder wo es dann halt diesen Charakter hätte oder auf Habeck antworten. Das fand ich vom Charakter her. Und natürlich inhaltlich muss man jetzt nicht viel sagen, sozusagen sind die Maßnahmen natürlich größtenteils Schrott sozusagen und führen natürlich genau in die falsche Richtung und die Ampelkritik war jetzt auch nicht so hart daran. Ja, also eigentlich schon eine spannende Debatte dahingehend, was halt schief läuft, aber die Maßnahmen, ja, schwierig. Und in den anderen Reden, vielleicht dazu noch mal zwei Wörter, da habe ich mir auch noch ein paar angeguckt, zum Beispiel von Banaschak von den Grünen. Der hat dann auch noch mal diesen Aspekt, den Schrödi auch groß gemacht hat, mit der Kinderbetreuung ziemlich groß gemacht, dass da natürlich auch ein Fachkräftepotenzial da ist, dass das von der CDU halt nicht adressiert wird. Das war noch mal spannend und nennenswert. Und eine lustige Formulierung, die er auch gemacht hat, ist, dass diese Oppositionsanträge ja Druck machen sollen auf die Regierung. Klar, so funktioniert es halt. Und er hat es dann im Halbsatz gesagt, dass los, geben wir uns den Spaß mal, als ob das quasi so eine Verharmlosung wäre des Parlaments, dass quasi Oppositionsanträge, die der Regierung Druck machen, ja gar nicht echte Politik wären. Aber damit wird das Thema ja hier auf die Tagesordnung gesetzt. Also ziemlich bemerkenswerte Formulierung, dass das Spaß sei. Und Schröder hat ja auch gesagt, dass er das wertschätzt, dass hier im Bundestag dann darüber debattiert werden kann. Also das war bemerkenswert. Und dann noch ein anderer lustiger Satz, der mir noch im Kopf ist, ist von Katharina Beck, auch von den Grünen. Sie hatte gesagt, sinngemäß, hey, liebe FDP, guck mal, die CDU will nur 7 von 12 Punkten umsetzen. Mit uns, da meinte sie, die Grünen, könnt ihr mehr umsetzen von der FDP-Politik. Das war natürlich besonders lustig. Ja. Typische Katharina Beck-Formulierung, wenn man ihre Reden häufiger verfolgt. Wie hat die AfD sich da verhalten? Wie positioniert die sich? Das ist auch noch spannend. Der hat, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht mehr, Kumnick hieß der Redner, glaube ich. Der hat eine Aufzählung gemacht mit diesen ganzen Punkten, wann die FDP, wann die AfD es schon alles beantragt hat und dann immer die Drucksachennummern danach genannt, also von der Autorität her und stilistisch ziemlich gut und hat dann immer gesagt, CDU abgelehnt, CDU abgelehnt. Also es war auch rhetorisch ganz gut und zeigt natürlich aber auch das Gefährliche, wie wirtschaftspolitisch nah sie sich sind dann im Konkreten, also FDP, CDU und AfD. Das ist dann wirtschaftspolitisch natürlich eine Suppe. Ja. Das stimmt. Sehr interessant. Abstimmungen gab es dazu jetzt nicht, weil es die erste Lesung war. Genau. Das war die erste Lesung. Das geht jetzt in den Wirtschaftsausschuss, wird dann da sicherlich nochmal debattiert. Und dann, je nachdem, wie die CDU quasi damit weiter verfahren will, kommt es zurück ins Parlament, je nachdem, wann dann wieder Wirtschaftswende aktuell ist. Aber um einen kleinen Ausblick auch zu geben, ist ja sicherlich auch noch das Dynamisierungspaket, was Lindner und Habeck angekündigt haben, das wird ja auch noch vom Sommer kommen, sozusagen. Ja. Und da wird dann nochmal Wirtschaftswende jetzt aber richtig sicherlich debattiert werden. Genau, da sehen wir dann, welche Maßnahmen es davon reinschaffen. Meine These wäre, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, dass tatsächlich diese Überstunden-Sache, die ist zwar juristisch ziemlich umstritten sozusagen und auch ökonomisch sehr umstritten, aber vom Charakter her ist sie, glaube ich, für die Ampel sehr interessant. Und wahrscheinlich gibt es dann andere Maßnahmen, die den gleichen Charakter haben, übertragen auf andere Bereiche, weil sie halt
nichts kostet direkt. Also Leute arbeiten mehr, haben das Bruttoinlandsprodukt steigt, die Leute haben mehr Geld in der Tasche und können mehr Geld ausgeben sozusagen. Aber es kostet jetzt die Ampel keine Sozialausgaben, keine Steuermindereinnahmen oder was auch immer. Also deswegen ist dieser Charakter, glaube ich, von den Überstunden ziemlich interessant, wenn wir uns dann später mal in diesem Jahr das Dynamisierungspaket angucken werden. Ja, ich bin mal gespannt, ob die das wirklich machen. Es gab zuletzt einen interessanten Bericht, Insiderbericht aus dem Bundesfinanzministerium, in dem Beamte von Christian Lindner aus dem BMF gesagt haben, diesen Vorschlag, diese Überstundensteuer vorzustellen, das wäre niemals von uns gekommen. Vielleicht gibt es in der abgeschwächten Variante, dass das zum Beispiel erst ab der 41. Stunde gilt, ja, oder ab der 49., weil also gesetzlich gibt es halt immer noch die 48 Stunden, gar nicht die 40 Stunden beispielsweise. Und ansonsten hat man halt diesen Missbrauchseinladung für Steueroptimierung, dass man sagt, alles klar, also im Arbeitsvertrag gehe ich halt fünf Stunden runter oder 10 Stunden runter und macht diese Stunden aber einfach als Überstunden mehr, um mir die Steuern zu sparen. Das wäre natürlich komplett idiotisch. Und auch bei den DAX-Managern, die machen dann halt 41 Stunden mehr und kriegen dann natürlich die hochbezahlten Stunden steuerfrei. Also es hat natürlich ganz viele Probleme, aber ich glaube, der Charakter ist entscheidend. Ja. Es kostet die Ampel nichts und kurbelt die Wirtschaft an. Das ist, glaube ich, das Übertragbare und davon werden wir dann mehr sehen. Wäre jetzt meine These, aber wir sind gespannt. Ja, lieber Lukas, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Ja, sehe ich genauso. Also da gibt es natürlich immer viele irrsinnige Reden im Bundestag, die man gar nicht so alle mitbekommt. Wenn euch das auch gefallen hat, dann lasst gern ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Den Link zum erwähnten Artikel im Geld für die Welt Newsletter findet ihr unter diesem Video. Lasst uns in den Kommentaren fleißig weiter diskutieren. Schreibt auch gerne mal rein, wie ihr das Format, das war jetzt das erste Mal, dass wir es hier gemeinsam als Reaction auf Bundestagsinhalte gemacht haben, mal Videos aus dem Bundestag kommentiert, die inhaltlich relevant sind, aber sonst das Tageslicht nie sehen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten bin ich froh, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haltet die Ohren steif. Bis dahin, wir sind raus. Ciao, ciao.